Ja, willkommen zur dritten Einführung und zur letzten. Es gibt nämlich nur drei Stück. Hier ist es so, dass wir einen Truthahn erlegen sollen oder einen Fasan. Wir beginnen mal das Ganze. Ich möchte nicht alles vorlesen. Wir müssen beginnen mit den Spuren. Na? Also, wir nehmen erstmal die Lockpfeife. Okay. Irgendwie ein sterbendes Kind. Ah, da schreit einer zurück und zwar sind es Fasanen. Da werden sie auch angezeigt in der Richtung. Da laufen wir jetzt mal gemütlich hin, dann nicht, dass wir sie verscheuchen. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert in dieser Einführung, dass man Tiere verscheucht. Okay, wir sollen jetzt hier nochmal erneut rufen, das machen wir auch. So, der ist ziehend, nicht fliehend. Das ist natürlich praktisch. So, jetzt schleichen wir uns da ein bisschen an. Also die Fährtensuche ist wieder gleichbleibend, ob Hirsch, Reh oder Fasan, Schweine, immer anschleichen, logischerweise. So, gehen Sie langsam. Machen wir das Ganze noch einmal. Oh, sollen wir gar nicht. Genau, also wir sehen da nichts. Es gibt die Möglichkeit zu pfeifen. Richten Sie das auf Shift links. Sie haben dadurch eine bessere Sicht auf den Richt Sie sich auf Shift links. Also machen wir Shift, dass wir aufstehen. Jetzt sollen wir die Waffe nehmen. So, wir haben eine Schrotflinte. Jetzt visieren wir an und dann gibt es noch die Möglichkeit zu pfeifen. Okay, es war nicht mein bester Schuss. Nein, wir haben keinen erschossen. Also dann schießen wir noch einmal. Eieieiei. So, aber jetzt. Jetzt haben wir einen. Ja, das ist nicht ganz so einfach, wie es ausschaut. Gehen wir da mal hin. Und da liegt er auch. Da nehmen wir unser Handmade. Und dann können wir den Ganzen auch analysieren.
So, und zwar haben wir in den Hals geschossen. Das war's auch eigentlich von der Jagd. Und jetzt geht's eigentlich weiter mit dem Spiel.